Vor wenigen Tagen ist der erste Trailer zu Jurassic World Dominion oder Jurassic World das neue Zeitalter erschienen. Und davor gab es schon ein paar Spekulationen, was zu sehen sein könnte, beziehungsweise haben wir auch schon ein paar Fakten zu dem Film und ich möchte hier mit euch darüber sprechen, was haben wir vom Trailer bekommen und was haben wir noch vermisst. Viel Spaß mit dem Video. Wenn euch das Thema Kaiju interessiert, lasst einen Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Und damit herzlich willkommen hier im Anon Kaiju World. Herzlich willkommen zu diesem Video zum Thema Jurassic World. Wir befassen uns hier nochmal mit dem Trailer und nein, das wird keine Analyse mehr sein. Ihr habt die Schnauze davon voll, habe ich schon in den Kommentaren mitbekommen, dann gibt es auch keine mehr. Aber ich möchte hier mit euch mal über was ganz Bestimmtes reden, nämlich über ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind am Trailer. Und als wir Jurassic World Evolution 2 bekommen haben, habe ich mich schon gefragt, okay, wird das Spiel uns eventuell spoilern? Der Grund ist ganz einfach der, dass das Spiel ursprünglich nach dem Film rauskommen sollte. Das Ganze wurde aber jetzt umgedreht, weil eben durch die Corona-Pandemie die Dreharbeiten zu Jurassic World 3 Dominion verzögert wurden, deswegen haben wir den Film nicht 2021 bekommen, sondern werden ihn erst jetzt 2022 erhalten. Jurassic World Evolution 2 ist, genau wie der Vorgänger auch, ein Parksimulator, ein Parkaufbauspiel, welches dennoch eine Story besitzt. Und diese Story geht tatsächlich scheinbar auf den Plot ein. Im Spiel selbst befassen wir uns mit dem Einfangen von Dinosauriern, die eben entkommen sind, beziehungsweise Dinosaurier, die auf der Erde frei herumlaufen. Auch das sehen wir eben im Trailer und das hat mich sehr gefreut, dass das Ganze mit aufgegriffen wird, weil ich fand diese Park Ranger Aktion doch ziemlich cool. Die Spiele gehen sogar so weit und erzählen uns eine Story davon, dass Wilderer diese Tiere einfangen und sie für ihre Zwecke missbrauchen. Das wurde jetzt im Trailer zwar nicht gezeigt, aber ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwie auch Teil des Films werden wird. Und dazu sehen wir eben, dass die Schneelandschaft, die wir auch im Spiel erhalten haben, auch im Film umgesetzt wird. Das war eigentlich von vornherein klar, denn auch hier haben wir schon bestimmte Bilder erhalten, bevor der Trailer erschienen ist und auch bevor das Spiel erschienen ist. Das Ganze wird im Winter spielen. Damit ist meine Fantheorie auch komplett an Absurdum geraten, denn ich hatte wirklich die Fantheorie, dass die Menschen hier eventuell einen künstlichen Winter erschaffen, um die Dinosaurier zum Aussterben zu zwingen. Das Ganze aber nicht funktioniert. Warum ich auf diese kuriose Idee gekommen bin, werde ich die hier oben einmal ganz kurz in der Infocard verlinken. Da habe ich schon mal ein Video zum Thema Buch gegen Film gemacht. Das Ganze ist gar nicht so unwahrscheinlich, denn hier wird auch schon auf den ersten 5 Seiten das Thema Wetterkontrolle angesprochen. Zumindest eben im Buch. Von daher dachte ich mir, ey, kann ja sein. Nein, hier scheint es einfach nur ein Winter zu sein und wir sehen auch Grady, wie er die Saurier zusammentreibt. Und was ich mir auch sehr gewünscht habe, ist, dass man im Trailer was sieht, wie das Zusammenleben ist mit den Dinosauriern und eben den Menschen. Und das haben wir hier auch bekommen. Das sieht alles sehr organisch aus. Über das CGI kann man sich jetzt wieder mal beschweren, muss man aber nicht zwingend. Ich fand die Szene mit den Pferden ziemlich imposant, dass die Pferde mit den Sauriern zusammen eine Herde gebildet haben. Auch wie Owen Grady die Dinosaurier zusammentreibt. Das passt irgendwie alles. Und hat auch so ein ganz seltsames Feeling, wo ich mir auch gedacht habe, ja, Dinosaurier könnten in unserer Welt wirklich existieren. Des Weiteren habe ich mir erhofft, dass wir Dr. Alan Grant, Dr. Ellie Sattler und Dr. Ian Malcolm wiedersehen. Ellie Sattler. Alan Grant. Du hast doch nicht den ganzen Weg auf dich genommen, nur um mich zu sehen. Das haben wir bekommen und da war ich schon wieder so, da ist mein Fanboy-Herz schon wieder aufgegangen und das ist immer sehr einflussreich, also mich beeinflusst sowas immer dann doch sehr stark. Soll eigentlich nicht der einzige Grund sein, warum ein Film gut ist, aber ganz ehrlich, das hat auch schon Bock gemacht, sich das Ganze mit anzusehen. Und auch das haben wir jetzt eben im Trailer bekommen und das hat mich tierisch gefreut. Weil das wurde auch schon angedeutet, allerdings wurde es auch schon mal in Jurassic World 2 angedeutet, dass wir Dr. Ian Malcolm bekommen werden. Von einer größeren Rolle war zwar nie die Rede gewesen, das Ganze wurde aber dermaßen aufgebauscht, auch gerade von der Presse, dass man einfach von sich aus behauptet hat, der muss eine riesige Rolle haben. Das wurde von den Filmemachern nie so gesagt. Und dann am Ende war man enttäuscht, dass er nur eine kleine Rolle hatte und ich dachte mir, naja, ihr habt euch aber einfach selber diesen Mist eingeredet. Das war nie die Rede von einer großen Rolle. Jetzt haben wir allerdings die große Rolle zurück. Scheinbar sollen die drei nämlich genauso viel Screentime bekommen wie eben auch unsere neuen Protagonisten. Das heißt Owen Grady und Claire Deering, war das ihr Name? Claire Deering, meine ich. Und das finde ich eine ziemlich coole Sache. Wir sehen dann auch alle neuen, alle alten Hauptdarsteller mal zusammen. Und auch da habe ich mir gedacht, ja geil, macht doch einfach sowas für einen schönen Abschluss. Bei Star Wars haben wir es nicht bekommen, hier bekommen wir es jetzt. Bin ich vollkommen cool mit. Des Weiteren haben wir auch neue Dinosaurierarten kennengelernt.
Und ja, davon bin ich schon ein bisschen ausgegangen, dass man das machen wird. Auch wenn man es im Trailer nicht gesehen hätte, wäre das spätestens im Film soweit gewesen. Womit ich aber nicht gerechnet hätte, war, dass wir hier wirklich weiterentwickelte Spezies sehen. Beziehungsweise haben wir jetzt wirklich Saurier mit Federn. Wir sehen die Saurier aus dem Clip wieder. Wir haben einen 5-Minuten-Clip von Jurassic World Dominion bekommen. Und da habe ich mir auch gehofft, wenn ihr das jetzt wirklich schon macht und uns zeigt, dass die Saurier damals auch so ein Fell hatten, dann geht darauf auch bitte im Film ein und scheinbar machen sie das. Zumindest waren im Trailer Saurier zu sehen, die auch dieses Fell umhatten. Hat mich tierisch gefreut, dass man das wirklich auch damit einbringt. Und wer noch einmal zu mir sagt, ey, Saurier mit Federn oder mit Fell sehen lächerlich aus, dieser Raptor oder was auch immer das war, der sah nicht so lächerlich aus. Der sah schon ziemlich badass aus. Ich bin echt gespannt drauf und habe mich darauf gefreut, dass man das im Trailer gesehen hat. Ja, auch über die Action wurde sich hier ab und an mal beschwert, auch von mir persönlich, weil ich brauche das nicht in dem Ausmaß. Aber sagen wir mal ganz ehrlich, wenn wir schon Dinosaurier in unserer Welt haben, dann wollen wir auch sehen, wie es dann richtig abgeht. Und das bekommen wir hier anscheinend. Zumindest haben wir ein paar Szenen, die uns suggerieren, dass die Saurier in unserer Welt auch ziemlich viel Schaden anrichten. Das haben wir auch einmal im Kurzfilm gesehen von Jurassic World. Battle at Big Rock war der Name, habe ich euch mal in der Beschreibung unten verlinkt, ist ein Kurzfilm von der ganzen Geschichte, wo man ganz zum Schluss auch noch sieht, wie die Saurier überall auf der ganzen Welt in Erscheinung treten. Dann haben wir noch einen 5-Minuten-Clip bekommen, bei dem man sieht, wie der T-Rex dann zum Schluss in ein Autokino reinmarschiert. Und jetzt haben wir im Trailer noch ein paar Szenen mehr bekommen. Was, ich wollte es halt doch sehen. Komm, seien wir mal ganz ehrlich, wir wollten doch alle irgendwie sowas sehen. Wenn es wirklich in Maßen ausgeschüttet wird, dann bin ich damit vollkommen zufrieden. Dann kommen wir jetzt aber mal zu den Dingen, die ich im Trailer vermisst habe. Und dann muss ich ganz klar anfangen mit einer Sache. Das ist eigentlich das ganze Video rein subjektiv von meiner Warte aus gesehen. Aber ich habe mir tatsächlich erhofft, dass wir den Spinosaurus irgendwie zu Gesicht bekommen. Ich bin der Meinung, dass der nochmal einen Auftritt kriegen sollte. Und dann aber nicht einfach nur, um zu zeigen, der Rex hat ihn jetzt doch getötet. Ich hätte ihn einfach nochmal gern gesehen. Ich fand, der Spinosaurus war eine ziemlich coole Kreatur. Und ich mochte auch die Art und Weise, wie er dargestellt wurde. Heutzutage weiß man, der Spinosaurus sah wohl nicht so aus. Wenn sie ihn wiederbringen, würde ich mich trotzdem darüber freuen, wenn sie das Design aus Jurassic Park 3 nochmal wiederverwenden würden. Bis jetzt gab es noch keine Spur vom Spinosaurus und ich gehe davon aus, wenn er auftaucht, dann wäre er eben auch nur mal so ein ganz kleiner Running Gag irgendwie an der Seite. Ist ein bisschen schade, da hätten wir den Giganotosaurus vielleicht nicht unbedingt gebraucht. Das ist ein Dinosaurier, auf den ich gar nicht so scharf bin. Weiß nicht, der gibt mir irgendwie nichts. Da hätte ich lieber den Spinosaurus wieder gesehen. Aber okay, das haben wir im Trailer erstmal nicht bekommen. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass der Dilophosaurus in Jurassic Park 1 einfach ein Highlight war. Dieser kleine süße Dinosaurier, der dann auf einmal zu einer Kragenechse mutiert, zu diesem furchteinflößenden Monstrum und Dennis Nedry auf grausamste Art und Weise abschlacht. Dazu habe ich übrigens auch nochmal ein Video gemacht, das ich dir unten drin verlinkt habe, wie Dennis Nedry in dem Buch gestorben ist. Denn hier kommen wir nämlich zum Unterschied Film und Buch und das habe ich mir im Trailer auch ein bisschen mehr erhofft, dass der Dilophosaurus wieder auftaucht. Auf der einen Seite ja, das ist passiert, aber dann bitte noch in der ausgewachsenen Form. Denn hier haben wir wieder aus irgendeinem Grund die Babyform vom Dilophosaurus und ich verstehe nicht wieso. Soll das einfach nur ein Callback sein zum ersten Film? Der Dilophosaurus ist eigentlich ein relativ großer Fleischfresser, der bis zu 6 Meter lang werden kann. Und auch das wird ja in Jurassic Park 1 kurz angesprochen. Als Nedry dann selber sogar sagt, ich dachte, du bist einer der großen Apparate. Siehst richtig schick aus. Ich dachte, du bist einer von den großen Apparaten, aber du bist ja ein ganz niedlicher. Das ist er halt eigentlich auch. Ich habe mir gehofft, dass wir den Dilophosaurus jetzt hier im dritten Teil wiedersehen werden, aber eben ausgewachsen. Haben wir auch nicht bekommen. Er scheint wieder die gleiche kleine Echse zu sein und das macht man anscheinend nur wegen Fanservice, weil alle erinnern sich an den kleinen Dilophosaurus und deswegen nehmen wir jetzt hier keinen großen. Finde ich schade. Vielleicht taucht er noch auf, vielleicht sehen wir jetzt sogar hier nur das Kind, das kleine, des großen Dilophosaurus. Das würde ich zum Beispiel wieder ganz cool finden, den würde ich aber einfach gerne sehen, denn den habe ich im Trailer auch vermisst. Ja, Louis Dutchson, das ist ein Name, der den wenigsten von euch was sagt, zu dem lieben Herrn, da werde ich aber auch noch ein Video machen. Dutchson, wir haben Dutchson hier! Keine Sau interessiert sich dafür. Beziehungsweise habe ich auch schon eins gemacht. Da wird aber nochmal ein ausführliches Video von mir bekommen. Louis Dutchson kennt man aus Jurassic Park 1 ganz am Anfang, hat in den Filmen wesentlich weniger zu tun als eben in den Büchern. In den Büchern ist er sowohl in Teil 1 als eben auch in Teil 2 der Hauptantagonist, sozusagen der Imperator, der im Hintergrund so die Strippen führt. Und dieser Charakter wird jetzt nun auch wieder
in Jurassic World 3 auftauchen. Allerdings haben sie die Figur neu besetzt. Ich finde das nicht sehr schlimm, weil wir Dutchen sowieso nur einmal ganz kurz gesehen haben. Daher passt das auch schon. Und auch von ihm fehlt uns hier jede Spur in dem Film. Wir haben Dr. Henry Wu nochmal ganz kurz gesehen. Hier bin ich der Meinung, dass Henry Wu vor Louis Dutchen sitzt. Leider hätte ich den Schauspieler wirklich mal gerne gesehen, wie er in dieser Rolle auftritt, weil im Buch ist Louis Dutch wirklich ein verdammt fieser Bösewicht. Und wenn sie das irgendwie hinbekommen, dass sie den genauso rüberbringen wie eben in den Büchern, dann macht sich auch was gefasst, weil der ist nicht ohne. Nur ein ganz kurzes Beispiel: in Jurassic Park 2 im Buch versucht er Sarah Harding, die Freundin von Dr. Ian Malcolm, einfach mal zu ertränken. So ein Kerl ist das. Und er ist der Vertreter der Firma Biosyn. Ich weiß nicht, wie sie es hier im Film drehen werden. Er ist sehr wahrscheinlich jetzt inzwischen sogar der Geschäftsführer von Biosyn, könnte ich mir vorstellen. Der auch Dr. Henry Wu, so weit gehen eben die Gerüchte, in Jurassic World 2 dann mitgenommen hat, um mit ihm dann quasi weitere Pläne zu schmieden. Und durch Louis Dutchen kommen wir jetzt hier gerade zum nächsten Punkt, den ich im Trailer sehr vermisst habe, die gesamte Story. Also worum geht's denn jetzt? Wir wissen, die Dinosaurier sind frei auf der Erde. Wir wissen, dass hier ein bisschen das Chaos beseitigt werden muss und Saurier gezähmt werden und vielleicht in bestimmte Areale gebracht werden müssen. Das wird aber nicht die Haupthandlung sein. Wir haben jetzt hier einen Antagonisten, ganz klar. Louis Dutchen ist der Antagonist, wo ich auch wieder sage, ja, ist halt dumm gelaufen, dass ihr ihn nicht schon in Jurassic World 1 aufgebaut habt. Das war das Ganze wieder so ein Imperator-Effekt ein bisschen. Ich meine, Louis Dutchen war nie tot, aber keine Sau interessiert sich mehr an ihn. Jetzt taucht er hier auf einmal wieder auf und ist anscheinend der Strippenzieher hinter allem. Und was will er denn? Also was will Louis Dutchen? Im Buch ist das so, dass er die DNA der Dinosaurier haben möchte, beziehungsweise er möchte die Technik haben, die auch John Hammond hat, weil die ganze Genforschung ist in den Büchern schon wesentlich weiter ausgeprägt und nicht nur Ingen kann diese Technologie benutzen. Allerdings haben die den Vorteil, dass die eben diesen versteinerten Moskito gefunden haben und konnten eben deswegen Saurier erschaffen. Und Louis Dutchen möchte davon einfach einen Happen abhaben, will die Saurier, ich glaube, sogar militarisieren. Ich glaube, das ist damals auch schon irgendwie im Grundgerüst der Idee drin gewesen. Ist jetzt eben nur die Frage, ob sie diesen Grund auch in Jurassic World 3 mit einführen oder ob er jetzt irgendwelche größeren Ziele verfolgt. Würde mich echt mal sehr interessieren. Wir haben hier von der Story überhaupt gar nichts erfahren. Und ich denke mal, dass es im zweiten Trailer dann ein bisschen anders ablaufen wird. Noch dazu, und jetzt kommen wir zum letzten Punkt, hat Dr. Ellie Sattler, Schauspielerin Laura Dern, verkündet, dass Jurassic World 3 sich anfühlen wird wie ein Wissenschaftsthriller, also wie Jurassic Park 1. Das habe ich im Trailer überhaupt nicht gesehen. Und das finde ich sehr schade. Ich weiß, Schauspieler werden oft dazu so ein bisschen gedrängt. Ey, sag mal das über den Film. Ich meine, wie oft hören wir denn den Satz, sowas habt ihr im Kino noch nie gesehen? Und dann denkst du dir, doch, gerade was Marvel angeht, doch, jeder Marvel-Film sieht gleich aus. Das habe ich erst letzte Woche im Kino gesehen. Ich hoffe, dass sie hier wirklich auf bestimmte Thematiken eingehen, weil jetzt haben wir dieses... Wir haben jetzt die Gentechnik komplett entfesselt in den Filmen. Wir können Klone von Menschen erschaffen. Wir können Tiere erschaffen, die es so nie gegeben hat. Jetzt geht auch bitte darauf ein. Ich hätte so gerne einen Dialog mit neuen und alten Figuren der gesamten Jurassic-Reihe, wo es ähnlich wie in Jurassic Park 1 darum geht, ist das jetzt richtig, was wir hier machen oder eben nicht? Wie gehen wir jetzt weiter damit um? Nehmt das Thema und behandelt es bitte und macht da nicht einfach nur wieder permanent Gags draus. Das würde ich mir einfach wünschen und habe ich im Trailer sehr vermisst. Was sagt ihr dazu? Was habt ihr vom Trailer erwartet? Was habt ihr bekommen? Wo sagt ihr auch, das hätte ich ganz gerne mal gesehen? Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare unten rein. Und wenn ihr jetzt sehen wollt, wie ich auf den Trailer reagiere zu Jurassic World Dominion, habe ich das Video hier unten verlinkt. Ansonsten habe ich noch ein ganz interessantes Video für dich, in dem ich über die Thematik Buch gegen Film eingehe, auf die Thematik eingehe. Das habe ich dir hier verlinkt. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Ich wünsche dir was. Bis dann, ciao.